Erde. Vielleicht die Münze? Nee. Aus dem Wasser ist wahrscheinlich der Frosch. Aus der Erde. Schauen wir mal erstmal weiter. Tür auf. So, dann wollen wir mal nach unten. Das war der Weg. Ich habe mir den Zucker gemerkt, ja, warum nicht? Was ich probieren will, ist, war die Münze, Schleifstein. Mal gucken, ob ich diesem kleinen Schmuckstück noch den letzten Schliff verpassen kann, ohne mir dabei die Fingerkuppen abzuhobeln. Mal gucken. Oje, gucken mal. Da habe ich wohl etwas übertrieben. Die Münze ist jetzt spitz wie ein Pfeil. Okay, wir gucken mal. Ja, klappt das. Die Askil scheinen ihr Geld hauptsächlich für Waffen auszugeben. Okay, vielleicht hier? Mein Konstrukt kommt einem Pfeil schon sehr nahe, irgendwie. Okay, vielleicht hier noch ran? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Passt. Oder wir machen das so. Und dann so. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Jo. Dann kommen wir dahinter jetzt weiter. Ich würde sagen, dass das dann so ist. Na dann mal los. Ja! Ich darf gar nicht darüber nachdenken, wie gefährlich das eigentlich ist. Ach. Ist doch nicht so schlimm. Ich spucke jetzt lieber nicht in die Hände, bevor ich mich darüber schwinge. Die sind auch so schon feucht genug. Dann mal los. Yeah! Der Frosch. Hallo. Wirf bestimmt weg. Hey, hier geblieben. Okay. Das war klar. Hey, hier geblieben. Damit könnte ich den Frosch vielleicht ködern. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie einfach davon schwirrt. Und dann hatte ich mal eine Fliege. Okay, warte mal. Igitt, nein. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Willst du mich verarschen? Die Falle ist gestellt. Aha. Komm her, Frosch. Er klebt auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller. Er klebt auf dem Ja, ist gut. Ha, und wer lacht jetzt? Naja, du auf jeden Fall auch nicht. Nee. Na dann komm her. Wasser, Luft. Erde, fehlt da noch was. Was? Und das fällt bestimmt gleich ab. Nee, doch nicht. Können wir das abmachen irgendwie? Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Okay, das bleibt dann da hängen. Ja. Aus der Erde. Da wollte ich klicken. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Ja, passiert. Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eher zum gegessen werden. Kannst du das dann mitnehmen? Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt... Nee. Hier muss man sich... Okay. Okay. Ach so, die Pilze aus dem Boden. Aha. Okay. Haben wir sie. Also aus der Luft? Etwas aus der Luft. Etwas aus der Erde? Etwas aus der Erde. Was? Etwas aus dem Wasser. Und was von mir selbst? Was soll das sein? Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept.
Okay. Warte mal. Hier muss man sich sein Essen wahrscheinlich noch selbst jagen. Etwas von mir selbst. Das. Es kocht da gar nicht richtig. Nee. Von mir selbst. Wie? Ich muss nicht probieren. Hallo. Knüppel. Ja, warte mal. Nein, ich will eigentlich gar nicht, aber okay. Moment, etwas aus dem Wasser, etwas aus der Erde, etwas aus der Luft und etwas von mir selbst. Nein, das hier scheint mir nicht so recht zum Rezept zu gehören. Okay, was haben wir denn hier noch jetzt? Kann ich das hier noch machen? Endlich der Essensgong. Barney hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Oh. Was ist denn das? Das Essen steht dir noch gar nicht bereit. Wenn ich den erwische, der mir diesen Streich gespielt hat, er wird es noch bereuen, wenn der Gong in Zukunft mit seinem Oberschenkelknochen geschlagen wird. Okay, also das war das noch nicht. Nein, in diesem Spiel werden keine Tiere gequält, mit Ausnahme von Spot natürlich. Okay. Hier muss man sich sein Essen wahrscheinlich. Hier Mir muss man sich sein selbst. Essen wahrscheinlich. Was denn von mir selbst? Holla, die Waldfee. Muss ich da reinklettern? Und jetzt noch etwas von mir selbst. So, das Reinspucken. sollte es gewesen sein. Irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ach, ich Trottel. Es kocht da gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Ja, aber immer mal das Stäbchen. Nein, das ist schon nützlich, um es zu verbrennen. Okay, noch mehr Zunder. Ich versuche mal was. Können wir davon noch mehr mitnehmen? Nein, danke. Genug Heu für heute. Okay. Wie machen wir das denn? Nein, das ist schon nützlich. Nein, das ist schon nützlich. Mit Sonder. Oder so. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Ja. Der Teller. Hey, ihr Bengels, die Suppe ist fertig. Dann tun wir den mal auf den Tisch. Wenn wir nicht klicken würden, aber das nicht macht. Ich bin nicht zum Essen hier. Dann. Okay. Warte mal. So. Und der ist zum Gong schlagen da. Okay. Ich hoffe für Ja. Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Okay. Ah. Was für eine grausige Erscheinung. Wie bin ich bloß hier reingeraten? Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Und abhauen. Okay. Dann sind wir schon wieder weitergekommen. Alles gut. So. So, wie kommen wir da jetzt rein? Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen.
Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen, wenn die Askin... Da ist doch keiner drin. Nein, fest... Okay. Kommen wir da jetzt rein? Irks! Nein, ich bin einfach zu ungeschickt, um das Schloss auf diese Weise zu knacken. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Okay. Warte mal. Können wir ihn beklauen? Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Oder ihn erschlagen. Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz... Auch nicht. Nochmal kurz schlagen. Ich bin doch nicht verrückt. Der Askel-Chef würde mich erwischen. Okay. Warte mal. Können wir Spot jetzt eigentlich draußen befreien? Das ist jetzt die Frage. Oder ist hier noch irgendwas? Nee. Dann schauen wir da mal rein. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. So. Hey, Spot. Irre ich mich oder wirkt Spot eng? Psst, Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge, mir fällt schon noch was ein. Ah, okay. Das war irgendwie klar. Oh je, Spot, die Askel planen einen Angriff auf Corona. So tu doch etwas. Haben wir denn hier noch irgendwas drin? Nee. Keine Chance. Spot ist viel zu groß für dieses kleine Loch. Zu groß? Komm, Spot, benutzt das Mauseloch. Nichts wie raus da. Spot! Okay. Haben wir Spot jetzt wieder. Spot! Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Komm, Spot, ich will hier weg. Ja, was machen wir denn jetzt? Die Tür. Hast du eine Idee, wie wir da reinkommen? Hätte mich auch gewundert. Ja. Gehen wir nochmal hier rein. Und los, Spot. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Klappt sogar. Ach, pfeif auf Askelia, bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Okay. Moment, Leute. Musst du mich einmal kurz räuspern? Dann mute ich immer. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Okay. Dafür sind meine Zähne nicht stark genug. Ein Schloss. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Aber wo kriegen wir den Schlüssel denn her? Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Nee, nichts mehr. Ganz so unnütz ist er nun auch wieder nicht. Schade. Spot. Früher wollte ich Spot beibringen, Schlösser zu knacken, aber er ist einfach zu dumm dafür. Okay. Okay, das klappt also nicht. Was machen wir denn jetzt? Tonne? Hatten wir schon mal sowas.
Fass, Spot. Nein, du Idiot, ich meinte doch, sieh nur ein Fass. Warum nur habe ich dich nicht im Zirkus gelassen? Fass, Spot. Nein, du. Laber mal immer dasselbe, okay. Ach, er ist eingepennt. Nimm mir die Schlüssel mal. Hab ihn. Und jetzt nichts wie raus hier. Ach komm, wir können auch noch kurz gucken. Er schläft. Die Frage ist nur, wie lange noch? Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur. Okay. Ja. Der Schlüssel hier. Okay, dann ist das offen. Wir können das... Ne, warte mal, ich wollte das mal drehen. Keine Ahnung, was passiert. Kann ja früh genug noch sehen. Ach, guck mal, der Wasserstand. Aha. Dann drehen wir das Ding auch nochmal. Okay. Die Anzeige steht bei der zweiten Markierung. Muss das wohl bringen? Oben war ja auch noch einer, müssen wir mal nach oben. Und schauen, wie das da weitergeht. So. Schön Doppelklick. Geht schneller. Zack. Okay. Einmal drehen bitte. Oh, ich drücke mal falsch. Okay. Ich habe eine Vermutung. Ab nach unten mit dir. Ich guck noch mal was. Bei der dritten Markierung. Die Anzeige steht bei der dritten Markierung. Wir hatten ja sonst keine mehr. Nee. Ich habe nichts mehr welche gesehen gehabt. Ja. Wir müssen aber nach oben wieder. So, den Schlüssel haben wir ja. Dann soll das noch aufgehen. Passt. Okay. Spot. Komm mal her, packe das Ding mal ab. Oh je, Spot, die Askel planen einen Angriff. Ja, das wissen wir ja. Nehmen wir mal mit. Ich glaube nicht, dass ich die Askel auf diese Weise von ihrem Vorhaben abbringen kann. Okay. Was haben wir denn hier noch gehabt? Der Eimer. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Messer werfen? Nein, ich komme nicht ran. Nein, okay. Ich komme nicht ran. Ja, ist gut. Probieren wir was. Okay. Jetzt sind wir hier oben rausgekommen. Das ganze Gebäude dreht sich dann. Wir müssen hier rauskommen, oder wie? Ach, hier bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Okay. Warte mal, ich will mal was gucken. Wir sind ja jetzt oben rausgekommen. Lauf noch lahmarschiger. Okay. Guck mal, das ist weg jetzt. Ja. Das ist weg. Was? Achso. Falsch drückt, ne? Steinscheibe. Ah, guck mal, das noch ein. Ah. Wir schauen erstmal, was haben wir denn hier alles? Die Tür. Die machen wir dazu. Obwohl, wir können die auch auflassen. Kamin.
Beinahe gemütlich, wenn nicht jeden Augenblick ein Askil auftauchen könnte, um mich hineinzuwerfen. Das stimmt. Oje, das hat gar nichts gebracht. Verfluchte Asthmalungen. Warum machst du das auch? Lea. Spot. Es ist warm genug. Ach, das ist an. Okay. Dann haben wir noch hier Trophäe. Diese ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss meine Meinung revidieren. Diese Trophäe hier ist doch hässlicher als die andere. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sie sind beide hässlich. Okay. Himmel, bist du hässlich. Kann man die mitnehmen? Ich komme nicht ran, was genau genommen aber auch nicht weiter schade ist. Okay. Diese ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss mal diese... Ja, lauer mal das Gleiche. Hier waren nichts weiter, nee. Was ich mache ist... Einmal hier. Nehmen wir das Ding nochmal.